Schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Wir haben in der letzten Folge richtig auf die Fresse bekommen, wenn sie mal, wenn man das gut Deutsch so sagen könnte. Ja, 3 zu 0. Ja, zweiten Halbzeit hatte ich dominiert, in der ersten Halbzeit hat er seine Chancen gut genutzt. Und wir haben am Ende verloren. An sich war es ein ausgeglichenes Spiel, der hat seine Chancen genutzt und da ist er mit Eden Hazard halt durchgerannt am Anfang. So was hasse ich, ja. Das kann ich überhaupt nicht leiden. So, wir spielen die nächste Partie mit diesem Team. Gucken, ob es besser wird. SC Bastia. Okay. Auch das Logo vom SC Bastia. So, bin ich ja mal gespannt. Und die Trikots vom SC Bastia. Wenn jetzt ein SC Bastia-Team hat, dann bin ich ja hier. 82er-Wertung. Ah, oh. Gut, er hat das gleiche, er hat so ein ähnliches Team wie wir. Dos Santos, Vela, Griezmann, Coentrão links. Ja, gut. Okay, das ist also das ist ein Duell auf Augenhöhe. Gleiche Mannschaften ungefähr, ja. Vorne Benzema. Rüber. Schade, Ball kommt nicht an. Okay, oh Gott, ey. Macht der nicht erst so ein Kurzpassspiel oder was? Ah, Piqué ist zur Stelle. Ja! Jawoll! 1-0! Geil! Und Modric! Kommt zu seinem ersten Einsatz und macht das 1 zu 0. War eine Menge Glück dabei. Muss ich echt zugeben. War eine Menge Glück dabei. Mein Abschlag, seine Verteidigung. Gut, erst mit der Brust angenommen, dann reingelegt und dann nochmal umgehauen werden. Schön. 1 zu 0. Oh, ich glaube, er rennt durch. Oh ja. Der macht jetzt nicht. Macht er jetzt ernsthaften hier so ein One-Touch-Fußball? Oh Gott, ist das scheiße. So. Schöner Pass, aber der kommt leider nicht an. Im Abseits stand der. Ah ja. Dieses Passspiel wieder ist toll zum Kotzen, ja. Oh, jetzt ist die Seite komplett frei. Schön verteidigt. Sehr gut verteidigt. Benzema! Mit dem 2-0! Zack! Und die Bude sitzt. Geiles Ding. Ja, dafür ist Benzema. Ja, der ist so geil. Guck das den an. Zack, rübergelegt und oh, voll in die Ecke. Und René zimmert. Hammer Tor. 2-0. Er fährt nicht durch mehr durchrennen. Der weiß ganz genau, dass er da. Schöner Pass, Figoli. Der wird aber leider gestoppt. Er weiß ganz genau, wie ich laufe. Das verteidigt er gut. Rodrigo, ey. Ich glaube, der kann eigentlich nur rennen und dann draufballern. Also Fernschuss ist ja nicht so gut. Er wusste ganz genau, wie ich da hingehe. Oh. Super verteidigt. Und das ist unser Ball.
Vielleicht mal hier doppeln. Faul. Okay. Ja, Pike. Volle Ding nach vorne. Das ist Carlos Vela, den habe ich. Und wieder perfekt verteidigt. Auf den anderen Spieler geswitcht und dann. Oh, die Ecke kommt gut. Die Ecke kommt gut. Gut verteidigt. Gut verteidigt. Und jetzt hat einen Mann angeschossen. Ah, schade. Schade, Benzema wäre da fast durchgekommen. Aber das ist halt auch ein Team, was er hat für wenig Coins, muss er mal sagen. Ein sehr gutes Team. Verdammt. Schöner Kopfball von Pique. Da oben läuft Rodrigo. Ach Gottchen, warum schieße ich eigentlich? Ah, auch gut. Der stand jetzt im Abseits, na toll. Jetzt stimmt die. Verdammt. Wow, nein, in die Latte gehämmert. Karim Benzema, oh, hat ja einen geilen Schuss drauf. Dieser Richie OB. Ich weiß, wie das Santos ist, ja, der ist geil, aber... Boah, was? Leckt's ein bisschen. Jetzt an ihm. Jetzt an ihm! Boah, Hammerschuss. Ah, schade. Ah, hätte wieder passen sollen. Okay, gut. Ah, da steht so Rakitic frei. Gut abgefälscht. Sehr gut abgefälscht. Das muss man mal zugeben. Oh, auf der Linie geklärt. Halbzeit. Alles klar, na gut. Der wäre auf jeden Fall reingegangen, aber da stand zum Glück einer von meiner Seite noch. Also, wir führen 2-0 zur Halbzeit. Wollen wir jemanden auswechseln oder so? Nö, ich denke mal, das läuft wunderbar. Wir fahren das Spiel fort. Nein. Schade. Schön. Schön ausgedrückt, so muss das sein. Das war eng. Oh,
Komm, Griezmann. Ah, da steht ja keiner. Läuft runter, er läuft runter. Ah, Torwart, spring doch dahin, Mann! Wieso springt er denn nicht dahin? Ja, das sind diese Abfälscher-Tore. Mann! Schade. Wieso springt er da ganz dahin? Torwart-KI schlauer gemacht. Ey, die habt ihr dümmer gemacht. Macht. Manchmal denke ich echt, der Tor ist ja richtig gut. Hier, Casillas. Genau. Mann. Manchmal nehmen die Spieler mit der Brust an und rennen sofort los, ja? Kommt ein Spieler von mir? Figoli! Nein! Abgefällt! Scheiße! Verdammt! Eckball! Nein! Auf der Linie! Boah. Schöne Grätsche. Aber ein schlechter Pass. War eng, das war wirklich eng. Gut. Mein, das ist doch so geil. Inform soll geil sein, weil der richtig. Weil der ist so richtig teuer, der Inform. Weil, faul. Schön. Nee, der. Weil Rodrigo war im ersten Team of the Week und deswegen ist er so richtig teuer. Ich glaube, um die 2.000, 3.000 wert. Ja. Würde ich gerne alle für mein Team. Ich würde auch gerne Wähler Inform haben. Oder so ein Cristiano Ronaldo oder so ein Messi. Ja. Oh, der Pass war auch genial. Muss ich umgehauen. Okay, wer kann ja am besten Freistöße schießen? 80. 87. Hui, Figoli, den macht er jetzt rein. Passt auf. Toll. Verdammt. Ich glaube, für die Freistöße brauche ich einfach. Ball ist bei mir. Rüber auf Griezmann. Schön. Schön! Nein! Oh, verdammt. Wieder Seitenwechsel. Auch eng. Runde auf Pepe halt. Gut. Wollte schon sagen. Komm, Alba. Hau das Ding nach vorne. Ah, das war Figoli. Der hat 87 Schusskraft. Der ist gerade geil. Der hat richtig geile Werte, der Figoli in Form.
Oh, wieder abgefälscht. Okay, nächste Ecke. Modric schießt die. Oh! Hab da den Schuss gesehen. Ich glaube, war das ein Seitenfall irgendwas hier oder vierte Ecke in Folge? Fünfte Ecke in Folge. Okay, können wir gerne weitermachen. So. Komm, jetzt ist aber drin. Nein! Oh, das kann jetzt nicht sein. Oh, das zweite Mal Latte, ey. Oh. Ich spiel jetzt auf Abwehrregel. Okay. Komm. Nein! 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 Gibt es jetzt ernsthaft einen Elfmeter? Oh, es gibt nur einen Freistoß. Ja! Ja! Komm! Noch eine Ecke, oh Gott! Ja, wir haben gewonnen. Schön. Jawohl. 2-1 gewonnen. Ging sehr stark an Konkurrenten, das muss man mal sagen. Ja, bin zufrieden. Das Spiel haben wir gewonnen. Ja, muss sagen, da war mein Glück dabei. Das muss ich tun, nämlich. Aber ich denke, ich lass Benzema lieber weiterspielen. Ja, boah. 8-2 Motor, der hat so verdient die Note. Der hat so gut gespielt. Boah, zweimal die Latte getroffen. Ich kann es nicht fassen. Und wir werden gleich mal wieder unser Team hier umstellen. So, Figoli ist verletzt. Da können wir gerne wieder Villa reinstellen. Rodrigo gefällt mir gar nicht. Kommt wieder dahin. Kommt der echt Dos Santos 98. Können wir mal wieder Cherchi eine Runde spielen lassen. Cherchi und Benzema da vorne. Wie vertraut Rodriguez? Der hat 98 Fitness. Lass mal noch Modric noch ein Spiel machen. Griezmann hat auch gut gespielt. Pepe. Ah, die brauchen hier ein Fitness. Stimmt. Komm, lass mal wieder Antunes mal spielen. Hier, die brauchen wir jetzt eine Fitnesskarte. Habe ich ja noch 20 Stück von. Und ich kann mal wieder den Marco spielen lassen. Aber ich glaube, den Marco ist ja nicht so eine geile Verteidigungswerte. Wenn ich mal hier Cravajal und der Marcus vergleiche, ja, nur Pace und das ist bei dem Verteidiger nicht gut. Deswegen bleibt Cravajal drin, ne? So, damit sind wir. Ja. Schon mal gewidmet. Ja, fürs nächste Spiel. Ja, das soll es gewesen sein für diese Folge. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.